Sequenz 2, der Chirurg. Unentdeckt bleiben. 100%. Nice. Dann machen wir direkt weiter mit der Story. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyrus Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu. John Pitcairn. Alles klar. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Todesblick von Charles, Junge. Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Vor allem, wir sehen auch total nach dem neuen Rekruten aus, also logisch. Pitcairn, ihr Narr. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, ein unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familie zu ernähren.
die Schätze, die man in meinem Laden finden kann. Meine Güte, dieser Braddock ist aber auch echt eine Nervensäge. Aber gut, Templar ist auch immer das Werk, ne, des Bösen und so. Seid ihr allesamt. Ich spucke auf euch und euren Krieg. Ihm nach! Dann muss man sie fangen, Dabla. Lasst ihn gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. No, meine Güte. Denkst du, hättest eine Chance? Soll der ruhig Alarm rufen? Oh, Braddock, Junge. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an und liegt ihr irgendwann gebrochen. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Ja, er nicht auf dem Weg. Oh gut. Da gehen wir mal wieder rein und erklären den ganzen Shit. Hoffentlich endlich. Bevor wir mit Charles reden, reden wir gerade noch mit den anderen. Wenn ich darf, ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Ihr kennt euch von früher? Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Er war tapfer und kühn wie kein zweiter. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen op Zoom. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu und bat uns, sie mitzunehmen. Ich willigte ein. Doch Edward widersprach. Der Mann nannte ihn einen Feigling und Edward brachte sie alle um. Sogar die Kinder. Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat? Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer. Danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Male gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Tötete und tötete. Freund oder Feind. Zivilist oder Soldat. Schuldig oder unschuldig. Es war ihm gleich. Sobald ihm jemand im Weg stand, musste er sterben.
Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Es wurde sein Mantra. Es brach mir das Herz. Das ahnte ich nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald ein großes Unglück. Wir sollten ihn aufhalten. Ihr habt wohl recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch zur Einsicht gebracht und gerettet werden kann. Ich weiß. Es ist sehr töricht, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Ich wollte euch nicht betrügen. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anfing. Unsinn. Wir sind jetzt Brüder. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Naja, fast. Diese Sache mit Silas irritiert mich. Wenn England die Franzosen zurückdrängen will, müssen sie sich mit den Indianern verbünden und sie nicht versklaven. Silas ist nur seinem Geldbeutel treu. Dass seine Taten der Krone schaden, ist unbedeutend. Solange es Käufer für seine Ware gibt, wird er weiter liefern. Nur ein Grund mehr, ihn aufzuhalten. Meine Tage verbringe ich mit den Einheimischen. Ich will sie überzeugen, dass sie uns völlig vertrauen können. Dass die Franzosen sie fallen lassen werden, wenn sie erst gewonnen haben. Eure Worte müssen ihnen sinnlos erscheinen. Vergleicht man sie mit der Realität von Silas Taten. Ich habe versucht zu erklären, dass er anders ist. Aber er trägt die rote Uniform. Er befehligt ein Vor. Die müssen denken, ich sei ein Lügner oder ein Narr. Oder gar beides. Verzweifelt nicht, Bruder. Bringen wir ihnen erst seinen Kopf. Dann wissen sie, dass ihr recht hattet. Ja. Nur eine Frage an euch. Warum Medizin? Ich sollte wohl sagen, für das Wohl meiner Mitmenschen, oder? Dass ich diesen Weg wählte, weil ich höhere und edlere Ziele hatte. Ist es denn etwa nicht so? Vielleicht. Doch das hat mich nicht geleitet. Nein. Es war ein weniger abstrakter Grund. Ich mag Geld. Es gibt andere Wege zum Reichtum. Ja, doch welche Ware ist teurer als das Leben? Nichts anderes ist so wertvoll. Nichts so heiß begehrt. Und kein Preis ist einem Menschen zu hoch, wenn ein abruptes Ende bevorsteht. Grausame Worte, Benjamin. Doch, sie sind wahr. Ihr habt doch einen Eid geleistet, oder nicht? Ich befolge den Eid, doch diktiert er nicht den Preis. Ich verlange nur Kompensation, faire Kompensation für meine Dienste. Und wenn Sie nicht die Mittel haben? Dann gibt es andere, die ihnen helfen können. Gibt der Bäcker einem Bettler sein Brot umsonst? Fertigt der Schneider Kleider für Frauen an, die sie nicht bezahlen können? Nein. Warum sollte ich? Ihr sagtet es selbst. Nichts ist so wertvoll wie das Leben. Genau. Umso mehr ein Grund dafür zu sorgen, dass man es sich leisten kann. Direkt unsympathisch, der Typ hier. Wenn ich etwas weiß, werdet ihr es auch wissen.